Hallo, mein Name ist Karin und ich bin froh, dass du da bist. Ich brauche nämlich deine Hilfe. Aber bevor wir anfangen, hol dir noch schnell einen Zettel und einen Stift. Drücke dazu auf Pause. Es ist so, ich will meiner besten Freundin ein Geburtstagsgeschenk machen. Dazu habe ich mir eine Leinwand gekauft und die will ich jetzt blau anmalen. Ich habe noch eine ganze Tube Farbe zu Hause, aber ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Wie können wir jetzt herausfinden, ob ich genug Farbe habe? Du meinst, wir könnten uns die Tube anschauen? Dann schauen wir mal. Auf dem Etikett steht was. Reicht für circa 0,7 Quadratmeter. Aber was machen wir jetzt mit der Information? Überleg dir, was du als nächstes machen würdest und schreibe es auf. Drücke dazu auf Pause. Du meinst, wir sollen die Leinwand abmessen? Das ist eine gute Idee. Dann schauen wir mal. Die längere Seite ist 1,4 Meter lang und die kürzere Seite ist 1,2 Meter lang. Aber was können wir jetzt mit diesen Zahlen anfangen? Überlege dir den nächsten Schritt und führe ihn auch aus. Drücke dazu auf Stopp. Du meinst, wir sollten Länge mal Breite rechnen? Das ist eine sehr gute Idee. Tun wir das doch gleich. 1,4 ist unsere Länge mal 1,2 als Breite ergibt 1,68. Das heißt, die Größe unserer Leinwand ist 1,68 Quadratmeter. Was machen wir jetzt mit dieser Zahl? Wir sollten sie mit der Zahl auf der Tube vergleichen. Also dividieren wir 1,68 durch 0,7 durch. Das ergibt 2 und 0,28 Rest. Was fangen wir jetzt mit diesem Ergebnis an? Kannst du mir die Frage beantworten, ob ich noch mehr Tuben brauche? Stoppe dazu wieder das Video. Du meinst, ich brauche noch weitere zwei Tuben? Dann sollte ich wohl schnell einkaufen gehen. Aber bevor ich das mache, überlegen wir noch, wo war denn hier eigentlich die Textaufgabe? Probieren wir doch einfach, mein Problem in eine Textaufgabe zu formulieren. Pausiere dazu wieder das Video. Ich zeige dir nun den Text, den ich mir überlegt habe. Karin will für ein Geschenk eine Leinwand, die 1,2 Meter breit und 1,4 Meter lang ist, blau anmalen. Sie hat eine Tube Farbe zu Hause, die für 0,7 Quadratmeter reicht. Braucht sie noch weitere Tuben? Ich hoffe, dein Text schaut so ähnlich aus. Gehen wir nochmal die Schritte durch, die wir vorher gemacht haben. Als erstes haben wir erkannt, dass es sich um eine Flächeninhaltsberechnung handelt. Woran haben wir das erkannt? Daran, dass wir eine Fläche anmalen wollten. Hätten wir eine Linie ziehen wollen, hätte es sich um eine Längenberechnung gehandelt. Als nächstes haben wir die Leinwand abgemessen. Dann haben wir den Flächeninhalt der Leinwand ausgerechnet. Und schlussendlich haben wir den mit der Flächenangabe auf der Tube verglichen. Handelt es sich um eine Textaufgabe, dann sind die Abmessungen in der Angabe, weil wir sonst den Flächeninhalt nicht berechnen können. Das ist der nächste Schritt einer Textaufgabe, die Berechnung. Und als letztes kommt dann noch die Antwort, bei dem wir die Berechnung in einen Kontext setzen. Ich hoffe, dieses Video hat deine Neugierde für Textaufgaben geweckt. Falls ja, dann schau beim Basic-Video vorbei. Dort wird es auch um andere Formen als das Rechteck gehen. Bis zum nächsten Mal.